Es macht auch Leuten Spaß, die damit arbeiten, in Anführungszeichen müssen, die quasi durch das Autofahren ihr Geld verdienen, weil sie sonst nicht zu ihren Kunden kommen. Und was man da bewegen kann, mit mindestens genauso viel Begeisterung, erzählt die Frau Mani. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Gerne. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich arbeite seit 3,5 Jahren bei der Caritas Sozialstation in Nierstadt. Wir sind ein ambulanter Pflegedienst mit ca. 80 Mitarbeitern in der Pflege, Familienhilfe, Hauswirtschaft und in Essen, bei Essen auf Rädern. Als Frau Schwabenhaus mich vor 2-3 Monaten ungefähr gefragt hat, ob ich gerne so einen Vortrag halten würde für E-Power Frauen, habe ich echt grinsen müssen einerseits, weil ich mir gedacht habe, E-Power in der Caritas Sozialstation hier schauen. 95% unserer Mitarbeiter sind Frauen und die meisten davon fahren E-Autos. Als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, was ich heute bringe, habe ich mir gedacht, es war eigentlich ganz lustig, unser Anfang mit den E-Autos. Wir haben angefangen Ende 2014 mit unserem Renault Zoe. Und mittlerweile haben wir schon 5 Renault Zoe. Danach hatten wir den Citroën C0, davon haben wir jetzt momentan 2. Als wir den Renault Zoe angeschafft haben, waren die meisten erst erschüttert, sage ich mal, und kannten sich null damit aus. Das war für mich selber auch so, als ich in der Sozialstation angefangen habe. Ich habe mich davor nie mit Elektroautos beschäftigt oder irgendwelche Erfahrungen gehabt. Und ich war aber von Anfang an fasziniert davon und habe mich sehr dafür interessiert und habe gleich alles ausprobieren wollen und testen wollen. Und das war dann auch ziemlich lustig, als ich dann unseren Mitarbeitern die Autos vorführen durfte und zeigen durfte. Das ein oder andere Mal musste ich mich sogar festhalten, weil ich Angst hatte, dass ich nicht mehr in diese Sozialstation zurückkehre. Aber es war wirklich für die meisten Mitarbeiter erst ein Schock, aber dann bei der Einführung, wo wir es ihnen gezeigt haben, das erste Mal war noch ziemlich schwierig, das zweite Mal ging dann schon besser und ich muss sagen, mittlerweile können das alle Mitarbeiter und alle neuen Mitarbeiter, die eingestellt werden, werden von Anfang an also in die Autos eingeführt, weil jeder damit mal fahren muss und das ist besser, wenn die dann gleich von Anfang an da ins kalte Wasser geschmissen werden. Ich muss sagen, was mich bei den Mitarbeitern ein bisschen gewundert hat, das Fahren ist ihnen gar nicht so schwer gefallen, sondern eher das Anstecken. Bei dem Renault Zoe wird ja hier vorne angesteckt. Die Klappe geht ja vorne dann auf und dann wird es angesteckt an die Batterie. Und bei dem Citroën, das ist hier an der Seite wie ganz normal bei den Autos, wo man tanken würde. Wir haben uns noch einen Renault Kangoo geholt, der wird für die Essenstouren eingeteilt, weil der ziemlich groß ist und das Essen hinten schön reinpasst. Und letzte Woche hatte ich das Vergnügen, unser neues Auto abzuholen, den Smart Fortwo in eSmart. Der ist natürlich auch sehr top, aber ich muss sagen, auf der Autobahn ist der nicht so gut, weil die Kilometer dann ganz schnell runtergehen. Was für mich auch ganz verwundert war, wir haben ja 90% unserer Patienten sind ja die älteren Generationen, sage ich mal. Und wenn ich mal so Patientenfahrten mache, sind die alle total begeistert von den E-Autos. Die sagen, was ist das für ein Auto, man hört komplett nichts. Dann erzähle ich ihnen natürlich von den E-Autos und die sind wirklich jedes Mal begeistert davon. Das Einzige, was sie stört, ist, dass sie sagen, wenn wir draußen laufen und so schlecht hören, dann hört man die nicht so gut, die Autos, und muss sehr, sehr vorsichtig sein. Aber da gibt es ja jetzt auch einen Schalter dafür, dass man die ein bisschen dieses Summen mit reinbringen würde. Ich habe einmal hier ein Foto von unseren Carports. Hier sieht man den Citroën. Mittlerweile haben wir 5 von den Zoes, hier die Ladestationen, genau hier nochmal von oben und das ist die Ladestation für den Citroën, genau. Der für den Renault Kangoo ist genauso wie für den anderen Renault und für den Smart ist der ähnlich wie hier, der wird auch an die Steckdose angesteckt. Natürlich ist
der Lenovo schön und gut, der fährt super, alles ist toll, aber man muss natürlich auch mal wirtschaftlich sehen, das Ganze. Ich habe Ihnen eine Tabelle hier aufgestellt, und zwar von unseren Kosten, also die Übersicht aus unserer Bilanz von 2014 bis 2017. Man sieht hier ganz extrem, sage ich mal, der Treibstoff von 2014, 81.000, knapp 82.000, sagen wir mal, und 2017 39.959. Also die Hälfte, sage ich mal. Dann die Reparaturen sind auch ganz stark gesunken. 2014 waren es 20.000 knapp und 2017 waren es nur noch 10.000, auch die Hälfte nur noch. Also ich muss sagen, wir merken es selber, unsere Touren sind ja nur in Kirschau und Umgebung und die meisten, also zwischen 80 und 120 Kilometer kommen unsere E-Autos und es ist für Kirschau, für die Touren optimal. Also mein Chef ist davon sowieso begeistert, der möchte das ja noch weiter ausbauen. Wir sind auch in der Planung, dass wir uns ein Ladestation holen für unseren Renault Zoe, der dann ca. 400 Kilometer fahren würde. Das ist noch so in Planung. Schauen wir mal, wie lange das noch dauert. Und also wir wollen das schon ausbauen. Wir möchten auch keine Treibstoffautos mehr kaufen. Wir arbeiten schon darauf hin, dass wir in ein paar Jahren so viel wie möglich in E-Autos investieren würden. Ich persönlich fahre gern mit den E-Autos. Ich finde die auch super klasse. Muss man nicht schalten, ist für eine Frau ganz gut. Und ich bin davon wirklich begeistert und muss sagen, ich würde das anderen ambulanten Pflegestationen auch empfehlen, sage ich mal, weil halt eben die Autos nicht so weit fahren. Die meisten der ambulanten Pflege, die haben ja ihre Gebiete, wo sie hinfahren und das wäre wirklich für die meisten ambulanten Pflegestationen vom Vorteil, wenn sie solche Autos ab sich anschaffen würden. Ja, ich wäre dann soweit fertig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben, dann bitte.